Hey, gehen wir rein, also ich bin der Marc, der B-Mac und ich bin zurück. Wow. Yeah, Ferien, jetzt habe ich gefunden, mach mal wieder das Video. Nein, ich bin, sorry, ich habe wirklich nicht so Bock, Videos zu machen. Jetzt ein bisschen angeschnäckelt und ja, irgendwie ist nachher so umgedossen und fahren muss. Aber jetzt habe ich 14 Tage Ferien, das heisst, ich kann jetzt auch mal ein Video machen. Probiere das auch wieder ein bisschen mehr zu machen, weil fast 100 Abonnenten habe ich. Mein beliebtestes Video ist das Video, wo ich fluche über die Mercy, da komme ich etwa alle 2 Tage und dann irgendein Kommentar, du bist ein Arschloch, du hast keine Ahnung, bla bla bla, herrlich. Oder da wird man motiviert, wenn man so Comments bekommt. Ja, grundsätzlich bin ich aber immer noch der Meinung, Mercy ist scheiße. Mercy ist so wirklich mein Hass-Hero im Heroes of the Storm. Habe letzte Zeit nicht mehr so viele Heroes gespielt. Das neue Ranked-System habe ich noch nicht angeschaut, aber die neue Map, Hammer, finde ich cool. Aber jetzt momentan spiele ich World of Warcraft. Wie verrückt, ihr seht, da bin ich in Dalaran. Und ich frage mich natürlich, ob ihr auch ein bisschen Bock hättet, mal ein bisschen WoW-Videos gesehen. Also, ich bin jetzt nicht der Oberguru, ich kann jetzt knapp Heroes gehen. Grundsätzlich das Addon sicherlich eines der besseren Addons bis jetzt in WoW, außer da die einzige Klassenquest, oder kannst du Berufsquest, oder musst irgendwie seltene Sachen schmieden und farmen. Das finde ich nicht so geil, aber es ist recht cool, genau gleich auch cool. Schaut mal. Yeah. Ich habe die Artefaktfischroute mir gefarmt. Ich kann noch schwer sagen, wenn ihr den Honor Buddy braucht, dann bringt mich einen Scheissdreck, weil ihr müsst von Ort zu Ort fischen. Und das ist ja sowieso illegal, das macht man nicht. Ja, Klassenhalle ist neu, wobei für Tote seht ihr nicht unbedingt. Das ist so ein Mix zwischen Garnison oder Kennet von Warlords of Draenor. Und ja. Und auch der Klassenhalle. Könnt ihr da Aufträge machen, könnt ihr da eure Artefakte machen. Könnt ihr skalieren, dann kommt zum Teil Quests über, wo ihr in Dungeons müsst gehen. Ja, ist cool, weil der hat wirklich immer wieder Quests für eure Klasse, sogar für eure Spec, habt ihr spezielle Quests, um eure Artefaktwaffen zu bekommen. Finde ich hure cool. Und da könnt ihr dann die Artefaktwaffen anpassen. Seht ihr? Kann man die Punkte rein tun. Man kann zum Beispiel freischalten. Eure Angriffe haben eine Chance, einen Super-Zombie zu beschwören, der vorwärts schlurft und explodiert. Die Explosion führt Gegner in der Nähe, bla bla, Schattenzahlen zu, bla bla bla. Hereinbrechende Verdammnis kann jetzt 2 Aufladungen ansammeln und wird zu häufiger ausgelöst. Das sind die coole, geile passive Fähigkeiten. Ihr habt es gerade gesehen, ich bin ein unheiliger Todesritter. Ich habe spiele auch WoW seit 100.000 Jahren. Aber ganz ehrlich, ich habe immer mein Elementar-Schaman gespielt. Und jetzt haben wir etwas Neues gespielt, angefangen zu spielen und mir gefällt der Huren gut. Schaut mal, was der kann. Der macht so schwerende Wunden und du kannst noch so eine Seuche drauf tun, die nachher AOE-Damage macht. Und die Wunden kannst du nachher auftatschen mit dem Superschlag oder auch mit dem Geiselstoß. Man macht jetzt einen Superschlag, macht Huren Schaden und dann kommen so Viecher raus. Kollege Essig kann schon verstärken, das ist die dunkle Transformation. Und dunkle Richterin kann ich auch noch bringen. Dann bringen wir mal. Die macht auch noch Schaden. Je mehr Rune macht, dass ich tue, verhaue in dieser Zeit, umso mehr Schaden macht sie. Natürlich immer Psyche drauf tun. Der Tod. Und Armee der Tod nicht auch noch, das beschwört auch ganz viel von den Ghoulen. Finde ich hure lustig, macht hure Spaß, ist wirklich eine gute Sache. Generell bin ich positiv von dem Addon überrascht. Es ist wirklich, es hat viele so die Aspekte, wo einem genervt haben als ab und zu WoW-Spieler. Ja, bis letztes ging hure viel gespielt, nachher habe ich Catalyst komplett rausgelassen. Viele sagen, es ist schlechteste Addon ever gesehen. Ich habe es nicht beurteilt, wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Jetzt schnell schauen, wo ich her muss. Auf Azura. Aber ich kann sagen grundsätzlich, dass wir nachher Mist of Pandaria nie wirklich gefallen hätten. Also ich finde Kung Fu Panda cool und so, aber es hat dann, obwohl es schön ausgesehen hat, die Welt und so, hat mir nicht so gefallen. Ich habe das auch eigentlich nur am Schluss schnell noch gespielt, als ich schon Warlords of Draenor hatte, dass ich meine Charakter leveln kann. Und nachdem Warlords of Draenor draußen war, habe ich das hochgelevelt.
Du hast mir relativ schnell verleidet, schon nach einer Woche. Hier bin ich schon länger dran. Dementsprechend mache ich irgendetwas richtig, dass mich tut. Mir bis jetzt noch fesseln. Ich weiß nicht, ob das ein neues Main Game wird, aber schon mal schön, dass du nicht musst aimen. Sicherlich werden wir auch weiterhin Overwatch spielen. Das hast du seit ein bisschen wenig aktiv gesehen, aber es werden wir spielen. Und natürlich gibt es auch wieder meine berüchtigten schlechten Hearthstone-Videos. Selbstverständlich habe ich auch dort das Addon gepostet und bin ohne Probleme durch den Flur gekommen. Ist, glaube ich, so relativ einfach. Auch dort wird es wieder Content geben. Und jetzt seid ihr mal dran. Sagt ihr mir, was soll ich spielen? Soll ich mal Battlefield 1 spielen? Wollt ihr mal mitspielen? Ich meine, Kopfschutz, ich habe jetzt knapp die 100 Leute. Kickt mich an, ihr könnt auch mal mitspielen, das ist überhaupt kein Problem. Teamspeak-Server gibt es da nicht durch, aber ihr könnt mir anschreiben. Auch im Battle.net, schaut das, so lieb bin ich, der BMAG 2538, könnt ihr mich adden. Und dann spielen wir eine Runde, spielen ein bisschen WoW. Und alle, die jetzt sagen, ist Allianz, so ein Arsch. Ja, bin ich, aber das ist schon seit 100 Jahren so. Meine Arbeitskollegen dann, hey, wollen, dass sie Allianz sind. Und seitdem bin ich Allianz und ich weiß nicht, warum dass ich so Horde mache. Vielleicht irgendeinmal, mal, aber wenn Horde, dann Untote, weil Untote sind cool. So, also, ich wünsche euch, hoffe, hat euch Spass gemacht und ab jetzt gibt es wieder Videos. Der Winter kommt, wobei dort das Bio ist. Recht schön Wetter, glaube ich, gehen raus.